Ich begrüße den, ja, sozusagen Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Dr. Erik Harms-Immerand. Hallo. Ja, hallo und hallo auch an die Bildschirme. Herzlich willkommen hier in Präsenz. Es ist für mich ganz besonders schön, dass ich nicht hier ganz alleine stehe. Die Direktorin der Landesmedienanstalt, Frau Rothmeier, war schon bei mir und jetzt Sie eben auch. Ja gut, wir hatten es ein bisschen anders geplant. Wir waren ja eigentlich, wollten wir mit einem hybriden Konzept starten, aber gut, die Rahmenbedingungen machen es halt jetzt nötig und so flexibel reagieren wir jetzt darauf. Genau, passend zu dem Thema sind wir natürlich auch so flexibel und können alles digital machen. Ich möchte ganz kurz auf die ganz tollen Bücher und die Broschüren eingehen. Der Kameramann schwenkt da mal drüber. Die kann man sich bestellen sozusagen, ich war ganz überrascht, bis zu 4 Bücher, nämlich bei der Landesanstalt für politische Bildung, lpb.saarland.de. Ganz genau, dort findet man einen schönen Überblick über unser Buchprogramm, das Sie jetzt gerade sehen. Sie sehen natürlich hier wirklich nur einen kleinen Ausschnitt mit themenbezogenen Publikationen, also die sich auf die heutige Veranstaltung beziehen. Aber auch was dieses Themenfeld betrifft, ist es nur ein kleiner Ausschnitt. Also wir haben natürlich noch viel mehr. Wir haben sehr viele auch historische Publikationen, also Publikationen zur historisch-politischen Bildung. Wir haben auch Angebote für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der politischen Bildung, beispielsweise zur rassismuskritischen Bildungsarbeit. Wir haben auch viele Bücher, Publikationen für alle Altersgruppen zu dem großen Themenfeld Bildung, nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz etc. und noch vieles mehr, internationale Politik, also da findet man die breite Palette. Ganz tolles Angebot, also man kann Ihnen eine E-Mail schreiben und dann kann man sich die Lektüre bestellen. Genau, also wichtig ist halt zu wissen, also man um dieses Angebot, 4 kostenlose Bücher pro Kalenderjahr in Anspruch nehmen zu können, muss man eben ersten Wohnsitz im Saarland haben, aber das ist es auch schon. Es gibt auch keine Altersgrenzen, wir haben auch Puzzle für die Kleinen. Oder Saarland-Puzzle und auch für die Großen, die sind insbesondere, ja, das ist in der Tat, die Puzzle sind gerade bei den Großen auch sehr beliebt, aber man kann es ja zusammen mit den Kleinen interaktiv spielen und so lernen die dann was, beispielsweise über Saarland und seine politische Struktur. Ganz toll, das weiß man so gar nicht. Mhm. Der Korrektheit halber sei noch gesagt, auf lmsaar.de gibt es natürlich auch die ganzen Broschüren und die werden dann auch kostenfrei zugesandt, telefonisch oder per E-Mail einfach bestellen. So. Lieber Herr Harms-Immerand, ich habe viel von Ihnen gehört und in unserem Vorgespräch. Sie sind ja die kleinste Landeszentrale, wie man so schön sagt. Aber oft entsteht ja aus den kleinsten Sachen was ganz Großes. Und so habe ich Sie auch mit Ihrem Team im Vorgespräch erlebt. Also Sie bewegen ganz schön viel, wenn ich das sagen darf. Ja, weil Sie haben schon den zentralen Begriff genannt, weil wir ein gutes Team sind. Mhm. Wir sind, obwohl wir sehr klein sind, wir sind thematisch und auch konzeptionell sehr gut aufgestellt. Wir haben auch wirklich hier ein sehr starkes Netzwerk im Saarland mit tollen Akteuren der politischen Bildung im schulischen, außerschulischen Bereich. Und wir sind sehr gut vernetzt. Wir entwickeln mit unseren Partnern gute Angebote. Und ja, also es ist kommt wirklich nicht immer so auf die personelle Größe an, sondern kommt einfach darauf an, was man mit seinen Ressourcen macht. Und ja, ich greife jetzt mal das Lob auf. Ich glaube, das gelingt uns hier im Saarland ganz gut. Ja, Ihre grundlegenden Anforderungen sind ja die primäre Prävention, nicht die sekundäre. Mhm. Was versteht man genau darunter? Ich sage mal Stichwort, wir sind nicht die Feuerwehr, dass wir kommen, wenn es brennt. Ja, also schon für mich jetzt die perfekte Überleitung. Bei politischer Bildung wird häufig die Feuerwehrmetapher angewandt. Also sprich, wenn es zu irgendeinem politischen, gesellschaftlichen Thema brennt, heißt dann immer, wir haben ja da die politische Bildung, die politischen Bildner, dann müssen die da mal was machen, aufklären und dann bei den akuten Fällen halt eben mal schnell ein Angebot zaubern und an die Frau, an den Mann bringen. Aber das ist ja gar nicht unsere Arbeit oder der Begriff, oder wie wir unsere Arbeit verstehen. Also wir arbeiten mittel- und in der Regel langfristig, also mit langfristigen Konzepten. Und um es jetzt mal vielleicht an dem Thema dieser Veranstaltung deutlich zu machen, Informationskompetenz, die spielt nämlich eine ganz zentrale Rolle bei der primären Prävention. Also was verfolgt primäre Prävention in der politischen Bildung? Also ein Ziel ist es ja, dass wir die Bürgerinnen und Bürger
dabei unterstützen möchten, mit Blick auf ihre eigenen Ziele, Vorstellungen, Ideen, Wünsche, sich gesellschaftlich und politisch zu beteiligen in unterschiedlichsten Formen. Mhm. Und da spielt natürlich der souveräne Umgang, der kritische und auch mündige Umgang mit Informationen eine ganz zentrale Rolle. Denn wenn Bürgerinnen und Bürger sich zu einem Thema eine Meinung bilden wollen, wenn sie im Rahmen ihres Teilhabeprozesses auf Probleme, Herausforderungen stoßen, dann müssen Sie ja schnell entscheiden, auf welche relevanten Informationen oder auf welches relevante inhaltliche oder Handlungswissen Sie zurückgreifen müssen, um diese Aufgaben dann zu bewältigen. Und diese Kompetenzen, also diese Informationskompetenz jetzt im Sinne der primären Prävention, das spielt halt in der heutigen Zeit, wie es jetzt auch der erste Teil dieser Tagung sehr eindrücklich gezeigt hat, eine so dermaßen zentrale Rolle. Das sind solche Anknüpfungspunkte, die so langfristig ausgerichtet sind, wo wir andocken. Wir werden mit den Referentinnen und Referenten in der Podiumsdiskussion auch darüber diskutieren, weil der Ruf danach irgendwie lauter wird oder der Weg dahin geht, das als Schulfach zu haben. Ja, das geht um diese Medienkompetenz. Ja. Wie bringt man die an den Mann und wie der Bedarf, Wahnsinn, der Bedarf dafür. Also was so die Formulierung so von einzelnen Forderungen oder Zielen bei diesen Ansätzen betrifft, möchte ich mich jetzt gar nicht so sehr so auf einzelne Aspekte konzentrieren. Also wir brauchen da einen ganz breiten Instrumentenbaukasten, weil einfach diese Herausforderungen der heutigen Zeit, was das Thema Informationsbeschaffung betrifft, extrem groß ist, so groß wie noch nie in der Mediengeschichte. Das hat natürlich mit dem Internet zu tun, aber nicht jetzt unbedingt mit dem Aspekt, dass man sagt, es gibt jetzt so viel Informationen in einer unglaublichen Vielfalt, in vielen Angebotsdarbietungen und auch in einer unüberschaubaren Menge. Das ist noch nicht mal so sehr das Problem. Das Problem ist, was eben halt auch Kern dieser Tagung ist und der bisherigen Vorträge, die es dazu gab. Es gibt halt eine immer größere Zahl an unseriösen Informationsquellen, die häufig dann noch sehr gut getarnt sind. Und die Bürgerinnen und Bürger oder eben die Menschen in unserem Land brauchen bestimmte Soft Skills. Sie müssen ja halt auch wirklich in ihrer Informationsbeschaffung, in ihrem Kommunikationsverhalten beispielsweise ja auch sehr schnell sich darüber klar werden, mit welchen Informationsangeboten sie es da gerade zu tun haben. Also sie müssen beispielsweise sehr schnell entscheiden, ist das jetzt ein journalistischer Bericht, ist das eine journalistische Meinung, ist es Werbung oder ist es Unterhaltung? Und natürlich ein anderes Beispiel, viel grundsätzlicher Natur, ja, ist das jetzt was Seriöses, was Zuverlässiges? Oder ist es unseriös, ist es eine gut getarnte Desinformation oder sogar schon ein verfassungswidriger Inhalt, der mir da dargeboten wird. Also das ist das Thema Informationsbeschaffung, um es abzuschließen, ist so komplex. Da brauchen die Bürgerinnen und Bürger unsere Unterstützung. Man hat ja auch in den Beiträgen und auch Präsentationen heute gesehen, es wird auch gewünscht. Und ich muss nur sagen, und auch die heutige Tagung, deshalb liebe ich auch solche Tagungen, man sieht einfach, es gibt schon tolle Sachen. Es gibt tolle Akteure, die da schon unterwegs sind und sich tolle Gedanken machen. Ein Beispiel möchte ich auch nennen aus dem Bereich der politischen Bildung. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildung haben ein tolles, spielerisches, interaktives Tool entwickelt, das man auch im Netz findet unter Check das Netz. Dass man mit diesem Tool kann man mal so ein bisschen ausprobieren, wie einfach es einem wirklich gelingt, Werbung und redaktionelle Inhalte voneinander zu unterscheiden. Ja, und ich muss sagen, auch ich bin da hier und da ein bisschen aufs Glatteis gekommen, kam da auch ganz schön ins Schwimmen. Also es macht richtig Spaß, weil man auch dann auch ein bisschen, und das ist auch wichtig bei der politischen Bildung, auch ein bisschen selbstkritisch an die Sache rangehen soll. Nicht einfach mit dieser Attitüde, ach ja, weiß ich ja eh alles und auch als Experte bin ich davor gefeit. Das Gegenteil ist der Fall. Deshalb bieten wir auch als Landeszentrale nicht nur Produkte für, ich sag's jetzt der Einfachheit halber, für den Endverbraucher, für die Zielgruppen,
sondern wir bieten auch sehr viele Informationsmaterialien für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an, beispielsweise in Form unseres Buchprogramms, was wirklich gerade von pädagogischen Fachkräften sehr intensiv genutzt wird. Da müssen Sie auch den Selbsttest mitmachen vom Alexander Sengerlauf. Ganz genau. Werden wir alle. Den muss ich, glaube ich, auf jeden Fall mal machen. Wenn wir auf den Aspekt gehen der politischen Medienbildung. Sie haben vorher gesagt, das ist ein ganz wichtiges Thema für Sie. Mhm. Das möchte ich gerne noch anschneiden. Ja, es ist nicht nur das Wichtige, es ist eigentlich das Zentrale. Mhm. Es ist einfach so, ich meine, ja, es ist eigentlich schon so wichtig, also man meint eigentlich, es ist alltäglich, aber es ist manchmal, das Alltägliche rutscht einem so ein bisschen durch. Also man kann gar nicht oft genug betonen, wie bedeutend einfach die Digitalisierung, also wie für unser Leben ist, wie sie es prägt. Also das Digitale durchdringt alle Lebensbereiche, nicht nur bei den Jungen, nicht nur im Berufsleben, sondern auch zunehmend bei den älteren Generationen. Da gibt es ja so das Vorurteil, dass die älteren Generationen kritischer Distanz zum Internet stehen. Auch da muss ich sagen, also wenn ich in mein privates Umfeld schaue, da gibt es doch viele ältere Menschen, die die ein oder andere App viel effektiver einsetzen, auch im privaten Leben, als ich es tue. Also ich glaube, da verändert sich gerade was. Es sind nicht nur die Digital Natives, die da, ja, da wirklich so am Puls der Zeit sind. Und wir haben ja auch heute gesehen, dass ja auch die Jungen, ne, wo man auch immer häufig oft so denkt, so, das muss doch für die alles so selbstverständlich sein, auch Bedarf haben an Unterstützung, an Informationen und so Hinweise, wie sie in dem einen oder anderen Fall auch handeln können. Und auch eben im politischen Leben, jetzt die Brücke nochmal zur politischen Bildung, also wirklich viele Aspekte des Politischen, ob das jetzt unsere Debatten- und Streitkultur ist, ob es die Meinungsbildung ist, ob es die Umsetzung verschiedener Formen der politischen Teilhabe betrifft. Also alles ist mit dem Digitalen verwoben und deshalb dürfen wir die Medienbildung nicht nur so als ein ergänzendes Instrument der politischen Bildung ansehen, sondern wir müssen das ganzheitlich denken. Das ist nicht mehr zu trennen. Und das wird ja auch mit dieser Veranstaltung und auch mit dem gesamten Angebot der Aktionstage Netzpolitik, die wir ja mit den anderen 16 Zentralen für politische Bildung bundesweit umbieten, wird das ja nochmal deutlich gemacht. Und wir können, weil ich es ja eben gesagt habe, nur weil jetzt das Digitale so alltäglich ist, müssen wir nicht dem Trugschluss verfallen, ja, das ist uns ja allen klar. Ja, wir müssen immer wieder weiter sensibilisieren, auch bei denen, die vielleicht gegenüber dem Thema noch ein bisschen skeptisch sind. Da werden wir auch als Landeszentrale nicht müde, das zu tun. Und wir wissen da sehr starke, gute Partner hier im Saarland an unserer Seite, wie eben die Landesmedienanstalt, aber auch andere Akteure, wie beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen des Adolf-Bender-Zentrums in St. Wendel, die ja mit der Landesmedienanstalt auch das Doppel-Einhorn auf den Weg gebracht haben. Also, wie gesagt, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin frohen Mutes, weil wir einfach schon tolle Angebote haben und tolle Akteurinnen und Akteure, mit der wir unsere Konzepte stetig weiterentwickeln können. Das bringt schon mal ein bisschen Klarheit rein. Vielen Dank, Dr. Erik Harms-Immerhand, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung. Das war sein Eindruck zu der Veranstaltung.